Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Ja, wir schauen uns heute mal eine neue Armbrust an aus dem Hause Gorgon oder zumindest verschickt von dem Hause Gorgon. Und nein, es geht leider nicht um die Interceptor. Aber wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Es geht um die Barnet Demon. Heute habe ich euch mal ein Spielzeug mitgebracht. Ein, ja, wirkliches Spielzeug, sogar per Gesetz ein Spielzeug. Und zwar die Phantom von Barnet. Ja, richtig lustig. Eine Spielzeugarmbrust von einem namhaften Hersteller aus den USA. Hoch waren die Erwartungen und ich habe schon fast erwartet, dass ich da sowas richtig schön Hochwertiges in die Hand kriege, wie bei so einer Barnet Wildcat. Aber ja, leider nicht. Leider ist es halt wirklich ein Spielzeug. Das hört man auch, das fühlt man auch. Aber es ist echt lustig. Wirklich, wirklich lustig. Denn das ist halt wirklich eine Spielzeugarmbrust, die nicht so kacke Neonfarben und irgendwie Fantasy-Gedöns ist, sondern das ist wirklich richtig coole Technik mit einem Magazin und Pump-Action. Und sowas hat es einfach noch nie gegeben oder ich habe es einfach noch nie mitbekommen. Wenn man das Ding bestellt, kriegt man 6 Pfeile. In das Magazin passen 3. Auf die Rail passt auch nochmal einer. Also im Grunde sind es dann 3+1 in der Kapazität. Und ja, wie schnell man damit schießen kann, das zeige ich euch mal gerade. Die Abzugstechnik ist übrigens ein Kantenschubser. Hier haben wir kein Schloss, aber da braucht man wirklich nicht. So, und jetzt machen wir einfach mal 4 schnelle Schuss. Einer auf der Rail, 3 im Magazin. So, 1, 2, 3 und 4. Ja, und das Ding ist tatsächlich relativ präzise. Also ich schieße damit auf so 5 Meter halt wirklich so eine Fläche und auf 10 Meter treffe ich mal halt noch die Scheibe. Aber wofür benutze ich das denn überhaupt? Hört ihr es? Meine Katzen fahren total auf diese Pfeile ab. Also das ist für mich, wenn ich am Abend auf der Couch sitze und keinen Bock habe mit den Katzen jetzt mit der Katzenangel durchs Haus zu fetzen oder so, dann schieße ich denen einfach ein paar Spielzeuge durch den Flur und die freuen sich richtig. Dann wird die große Maine Coon fast zum Labrador und fängt an, die Dinger zu apportieren. Das macht richtig Spaß. Und dann gibt es natürlich noch einen richtig geilen Einsatzzweck, wo ich das Ding mittlerweile fast täglich für nutze. Und das ist Tontaubenjagd. Aber halt nicht auf Tontauben. In einem alten Video von mir hat man mal für ein paar Sekunden Buck-Assault gesehen. Ist auch nicht schlecht. Ist ganz lustig, um der Fliegenplage Herr zu werden. Aber danach hast du natürlich überall Salz rumfliegen. Und das fanden weder die Katzen noch meine Freundin cool. Deswegen habe ich mich nach einer etwas sauberen Alternative umgeschaut und bin dann tatsächlich auf der Eva fündig geworden. Da konnte ich dieses Spielzeug schon einmal testen und der Dave Barnet himself, the CEO himself, ja, verwandt mit dem damaligen Gründer, hat mir das Ding für genau diesen Einsatzzweck tatsächlich empfohlen, als gute und umweltfreundliche Alternative zu Buck-Assault. Und ja, was soll ich sagen? Der Dave hat mich nicht verarscht. Der Dave hat absolut recht, das ist wunderbar. Weil, ja, ob du jetzt so eine Fläche mit Salz triffst oder so eine Fläche, aber absolut zielgenau, mit einem Gummipfropfen, dem Plagegeist ist das egal. Dann ist danach Matsch. Aber der Vorteil hieran ist, du musst kein Salz aufkehren. Und es zerfetzt die Dinger auch nicht, sondern es zerdrückt die halt nur. Oder bei so richtig fetten Kloppern werden die einfach nur ausgenockt und dann kannst du sie einfach wegschmeißen in den Müll. Bei mir machen das die Katzen. 6 Pfeile sind mit bei diesem Ding drin und in 0,x hatte ich nur noch 5, weil eine Katze einen weggeschleppt hat und ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung, ich habe auch schon unter der Couch geguckt. Den habe ich abgeschrieben und wollte dann natürlich nochmal neu bestellen und habe mir direkt ein paar Pakete Pfeile bestellt. Und dann habe ich mir eine dieser kleinen Taschen genommen, diese Pouches. Und hier habe ich jetzt reichlich Pfeile drin. Einmal hier und einmal hier. Das Ganze kann ich mir hier mit dem Gürtel schnell umlegen und dann einfach loslegen, wenn wieder das große Schwirren anfängt. Ja, und dann habe ich hier einmal einen Taschentuchgriff bereit und eine alte Zahnbürste, mit der man auch von der Raufaser-Tapete die Matsche abkriegt. Aber kommen wir mal zur Technik an sich. Gibt es hier irgendwas besonders Cooles, aber gibt es hier vielleicht auch irgendwas besonders Schlechtes? Ja, also, ne? Abgesehen davon, dass es halt dieses leichte Plastik ist. Es ist ein Spielzeug. Das kostet auch nur 44 Euro beim Jörg im Shop. Deswegen, das werten wir jetzt mal nicht als Nachteil. Positiv, richtig cool, das Ding hat einen geteilten Wurfarm. Guck mal.
Das hat nicht mal die Edda. Das ist natürlich mega gut. Dadurch hast du an der Sehne so gar keinen Verschleiß. Und das ist halt wirklich absolut true. Ich weiß nicht, wie viele tausend Schuss ich schon gemacht habe, aber schaut euch mal die Sehne an. Die ist komplett niegelnagelneu, einfach weil die nicht auf die Rail gepresst wird. Dadurch entsteht gar keine Reibung. Das Ding gleitet da einfach drüber. Absolut geil. Richtig, richtig gut. Geteilter Wurfarm. An der Stelle der Hinweis, der Wurfarm ist nicht nur geteilt, sondern hat halt auch ein lächerlich leichtes Zuggewicht. Das schont die Sehne natürlich auch sehr. Dann haben wir hier echt eine brauchbare Kim und Korn. Ich zeige euch mal gerade, wie das aussieht. Das ist dann so hier, ne? Also ein Leuchtkorn und hier hinten hat man eine Kimme. Und ja, das funktioniert wunderbar. Es ist halt auf gewissen Distanzen triffst du ein bisschen drüber, auf gewissen Distanzen triffst du ein bisschen drunter. Aber wenn du das einmal raus hast, dann kannst du auch jeden Plagegeist aus der Luft rausholen. Mit ein bisschen Übung. Und auf kurze Distanz. Das ist auch klar. Ne? Das ist kein Bierdeckelmonster auf 30 Meter. Auf 30 Meter fliegt der Pfeil nicht mal. Der Hersteller selbst spricht von 30 Fuß. Also 9,14 Meter. Ja, und ansonsten, ich feiere einfach diese Mechanik. Ne? Dieses hier hochklappen, dann hier die Pfeile reinladen. Es ist einfach richtig geil. So ein richtiges Magazin wie bei einer Pumpgun. Und ja, das ist schon echt geil. Also einfach dieses schnelle Schießen. Richtig, richtig coole Sache. Absolut spaßig. Es kann auch gar nichts passieren. Es ist halt wirklich ein Spielzeug. Sogar nach dieser EU-DIN-ISO-irgendwas-Norm ist das ein Spielzeug. Das heißt, ihr müsst das nicht wegschließen. Damit darf sogar euer kleines Kind spielen, wenn er wollt. Gar kein Problem. Und ich sage euch auch ehrlich, der kann sich damit auch nicht verletzen. Also vorausgesetzt, er nutzt diese Gummipfropfen und nicht irgendwie diese bösen Dinger, die der Jörg da gemacht hat. Ich mache jetzt was ich sonst niemals, niemals, niemals machen würde. Das mache ich jetzt nur, weil das hier ein Spielzeug ist und Gummipfeile verschießt. Und zwar, ich werde mich jetzt einmal gerade selber beschießen auf die Stirn. Ja, also besonders angenehm ist es nicht, aber Verletzung entsteht da jetzt nicht. Vielleicht ist ein kleiner Druckpunkt in den Haaren. Ja, aber sonst, also es ist wirklich ein lustiges Spielzeug. Weiß nicht. Vielleicht ja auch was für den einen oder anderen Airsofter, wenn er mal ein bisschen Abwechslung braucht, werden einfach die Dinger ausgegeben. Das macht auch Spaß, definitiv. Ja, und ansonsten, wir haben hier diese Sehnendämpfer. Gut, die sind aus Plastik, das sind keine richtigen Sehnendämpfer. Das ist nur das, was das nach hinten bringt. Aber die Optik ist echt cool, das will ich damit sagen. Es ist halt typisch Barnett. Auf jeden Fall, richtig, richtig gute Sache. Und ja, was auch richtig cool ist, damit kann man natürlich glatte Oberflächen zupflastern, ne? Damit kann man auch mal ein bisschen an die Tür klopfen. Die Pfeile halten auf jeder glatten Oberfläche, natürlich am allerbesten auf wirklich einer Glasscheibe oder einem Kühlschrank oder sowas. Aber auch so halbglatte Oberflächen wie jetzt zum Beispiel hier die Tür sind auch geeignet. Nur da fallen die Pfeile einigermaßen schnell wieder runter, weil die halt einfach nicht so fest sitzen. Bis jetzt ja eigentlich nur positiv, oder? Dann kommen wir doch jetzt mal zu den nicht so tollen Sachen. Da ist nämlich halt echt das Ding, als ich das Ding in der Hand hatte zum ersten Mal und zusammengebaut habe, war ich schon ein bisschen verwundert, wie man das denn machen soll. Denn diesen Wurfarm, den muss man vorher reinschrauben. Und während die Schrauben hier oben gut passen, passen die halt irgendwie mal so gar nicht. Kann man das sehen? Die stehen so richtig raus und ich kriege die auch nicht tiefer rein. Und ich gehe ja echt viel mit kleinen Schrauben um. Also das ist für mich nichts Neues, aber ich glaube nicht, dass ich das Problem war, sondern ich glaube vielleicht hier die Gewinde waren nicht so ganz. Ne? Also das wird man dann sehen. Bei mir hat es geklappt, es funktioniert auch, auch wenn die Schrauben jetzt nicht 100% drin sind. Ne? Die stehen hier halt wirklich so ein Stück ab. Aber wie gesagt, funktioniert, ist kein Problem. Und dann gibt es da was, das finde ich tatsächlich richtig schade. Eine vertane Chance. Und zwar, wenn ich jetzt hier die Pfeile reinmache und das Ding einmal kipp, gar kein Problem, fällt nichts raus, ne? Überhaupt nicht. So, jetzt sagen wir mal, ich habe da so einen Flattermann. Und der Flattermann setzt sich auf den Boden. Dann will ich mir den am Boden holen. Leerschuss, ja. Ich weiß, aber es ist ein Spielzeug, was jetzt halb so schlimm, dass das ein Leerschuss war. Ne, aber worauf ich hinaus will, ist klar. Es gibt keinen Niederhalter. Und das ist ziemlich Barnett untypisch, würde ich mal sagen. Normalerweise machst du da ja hier eine Feder runter, die da drauf drückt.
Klar, das geht jetzt hier nicht so einfach, weil man hat ja nicht einen Schaft, auf den die Feder drauf drückt, sondern du hast hier noch die hinten diese Vanes aus Plastik und diesen Ring und sonst wie. Kann ich verstehen, eine Feder funktioniert da nicht. Vollkommen richtig. Aber es gibt ja einen Hersteller auf dieser Welt, der sich da was ganz Tolles einfallen lassen hat und das auch patentiert hat. Und das ist, ich sage immer, die Zahnbürste. Da gibt es einen Niederhalter, der ist keine Feder, sondern eine Bürste. Eine kleine Bürste, die hier oben auf den Pfeil drauf drückt. Das hat weniger Reibung, hält den Pfeil aber trotzdem zuverlässig, auch wenn man das kippt. Und das Ganze ist halt patentiert. Das darf niemand sonst bauen, außer dieser eine Hersteller. Wer ist der Hersteller? Barnett. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum die das hier nicht eingebaut haben, weil das wäre hier tatsächlich die ideale Lösung und ganz nebenbei auch die einzige Lösung, zumindest aus meiner Sicht. Ich habe das Ganze nämlich einfach mal ausprobiert und habe hier mit Panzertape eine alte Zahnbürste dran gemacht und die hat dann halt mit ein paar Borsten hier runtergedrückt. Und dann konnte ich nämlich auch gelandete Flattermänner machen, ohne dass der hier passiert, ne? Also das ist halt wirklich eine vertane Chance und total Barnett untypisch, weil ja, hier wäre die Patentlösung von Barnett ideal. Ja, und ansonsten hätte ich es natürlich cool gefunden, wenn man hier noch Picatinnys dran hätte oder sogar einen verstellbaren Schaft, weil ja, das Ding ist halt wirklich ein Spielzeug. Es ist relativ klein, es geht, aber ja, ein Schaft wäre schon bis hier eigentlich ganz cool gewesen. So, aber, ja, aber Picatinnys... Längerer Schaft, AR-15 Schubschaft, ey, das wäre schon Wahnsinn. Ist halt die Frage, ob sich dafür irgendwer begeistern kann oder ob ich da der einzige Idiot bin, der das cool findet oder cool fände, wenn das diese Features hätte. Deswegen schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, was hältst du von dem Ding? Wirst du dir sowas holen? Jetzt bei den heißen Temperaturen ist das echt ganz angenehm, nicht diese heftigen Wurfarme zu spannen, sondern halt hier ganz easy zu pumpen. Und ja, lass mich das gerne mal wissen. Interessiert dich das? Wie gesagt, Reichweite um die 10 Meter, danach hört das Ding auf. Wirklich lustig und mit 44 Euro kann man mal machen. Das ist eine kleine Vorschau auf das Tree Strike System von Barnett, was ja dieses Jahr auch für Deutschland auf den Markt kommt. Und macht einfach Spaß. Muss nicht weggeschlossen werden. Meine Katzen lieben das Ding. Also für mich waren das auf jeden Fall 44 Euro nicht für die Katz, sondern für die Katzen. Und für die Flattermänner. Ich empfehle dir auf gar keinen Fall, die Olivpfeile zu kaufen, weil dann lernst du nochmal richtig am eigenen Leib, okay, ja, Oliv ist eine tarnende Farbe, definitiv. Und das ist bei den hellblauen definitiv besser. Die findest du schneller wieder, gerade im Garten oder so, ne? Ja, es gibt tatsächlich aber noch einen Nachteil. So ein halber Nachteil, vielleicht ist auch ein Anwendungsfehler, ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Und zwar, manchmal passiert es, dass der Pfeil sich so komisch aufstellt und dann beim Schießen einfach unkontrolliert wegfliegt. Gut, das ist jetzt hier echt nicht schlimm, weil es ein Spielzeug ist mit ganz wenig Pfund und da keine gefährliche Spitze und sonst was, ne? Aber wenn das eine echte Armbrust wäre, wäre das gar nicht mal so geil, wenn es da ab und zu diese Klemmer gäbe. Ne, so ist halt einfach, ja, die ist halt immer noch da, wenn der eine daneben gegangen ist und dann mache ich sie gerade weg, ne? Ganz viele Insekten stehen unter Naturschutz und gerade die Wespen, die wir alle so sehr lieben, möchten wir natürlich nicht schaden, richtig? Deswegen schreib mir deine Meinung zu dem Ding und vor allem, wofür du es verwenden wirst, einmal bitte in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und ja, das war es jetzt erstmal tatsächlich. Ich muss jetzt mal echt eine Sommerpause machen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn die Temperaturen wieder ein bisschen humaner sind. Und bis dahin kannst du dir natürlich meine ganzen alten Videos anschauen. Vielleicht ist da noch was dabei, was du nicht kennst. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Verbrenn dich nicht und auch mit der Barnett nicht in Gesichter reinschießen. Und ciao, wir sehen uns dann hier bei Mac. Modern Archery. Machen wir ein bisschen halblang jetzt über den Sommer. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe repetiert und die Sehne ist von den Dämpfern nach hier gerutscht und hat nicht durchgeladen. Ist aber doof. Wie kann das denn passieren? Gut. Gibt keine Probleme, die man nicht beheben kann, ne? Schon lustig. So, und ciao.